Was ist der widerstandsfähigste Parasit? Ein Bakterium? Ein Virus? Ein Darmwurm? Ein Gedanke. Resistent, hoch ansteckend. Wenn ein Gedanke einen Verstand erst einmal infiziert hat, ist es fast unmöglich, ihn wieder zu entfernen. Vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du einen Gedanken hast und der sich ewig und ewig wieder in deinem Kopf dreht, immer wieder auftaucht, du ihn nicht mehr wegbekommst, er ohne dass du eigentlich bewusst daran denkst, wieder und wieder in deinen Gedanken, in deinen Bildern im Kopf, in deiner Stimme im Kopf auftaucht. Also was tust du dann, wenn dieser Gedanke immer und wieder auftaucht? Zitat aus dem Film Inception. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie du schon rausgehört hast, geht es heute um das Thema Gedanken. Und ich habe letzte Woche eine Podcast-Folge zu diesem Thema gemacht. Wenn du da mal reinhören möchtest, check's gerne ab auf iTunes, Spotify, auf allen gängigen Plattformen für Podcast findest du meine Podcast jede Woche, Peaceful Warrior. Und ich fand aber dieses Thema so interessant, dass ich auch noch mit euch auf YouTube, falls ihr meine Podcasts nicht hört, dieses Thema auch nochmal teilen möchte. Und ich habe das Ganze in drei verschiedene Parts aufgeteilt. Der erste Part ist, was ist überhaupt ein Gedanke? Der zweite ist, wieso kann das Ganze gefährlich werden für dich? Und dann im Anschluss geht es darum, wie kannst du das positiv für dich nutzen? Und wie kannst du lernen, dass Gedanken sich nicht mehr so krass auf dich auswirken? Und der erste Punkt, wir fangen direkt an, was ist eigentlich ein Gedanke? Ein Gedanke ist in Wirklichkeit ja eigentlich nichts. Und warum ein Gedanke zum Beispiel so gefährlich werden kann, möchte ich dir jetzt direkt am Anfang beantworten. Und das ist eigentlich super einfach. Ein Gedanke ist so gefährlich, weil unser Körper nicht unterscheiden kann, was real ist und was nur ein Gedanke ist. Wenn du dir zum Beispiel einmal vorstellst, du hast eine schlimme Situation, du malst es dir aus, zum Beispiel dein Partner verlässt dich und du malst dir diese Situation wirklich Stück für Stück aus, wie es dir geht, wie das passieren wird, dann wirst du merken, dass du in deinem Körper dich immer mehr so fühlst, als ob es wirklich real ist. Das heißt, du fühlst einen Widerstand in dir, du fühlst dich unwohl. Und daran kannst du ganz gut spüren, dass ein Gedanke einfach für den Körper so ist, als wäre es real. Du kennst es vielleicht auch, wenn du mal geträumt hast und nass geschwitzt aufwachst, du hast einen Albtraum. Daran merkst du, dass dein Körper einfach nicht unterscheiden kann, ist das wirklich jetzt real oder ist es nur in deinem Kopf passiert. Genauso funktioniert es auch mit den Gedanken, die dir über den Tag hin passieren. Das heißt, du hast möglicherweise immer wieder ein Gedankenkarussell und ein Gedanke kommt immer wieder in deinen Kopf rein und lässt dich schlecht fühlen. Jeder von euch kennt das mit Sicherheit. Zum Beispiel, du hast ein Ereignis steht an, vor dem du irgendwie Angst hast. Das heißt zum Beispiel eine Klausur, wenn du Schüler bist. Und du stresst dich im Vorhinein schon so sehr und du fühlst das schon die ganze Zeit in deinem Körper, aber es ist ja noch gar nicht da, das heißt, es ist noch gar nicht real. Und diese Phase hält dich dann zum Beispiel ab davon, anständig zu lernen. Und das kannst du auf viele, viele Dinge im Leben genauso anwenden. Viele Ereignisse, die dann in der Zukunft sind und du machst dich schon vorher verrückt oder
es steht überhaupt nicht fest, dass es überhaupt passiert, aber du hast einfach Angst davor, lässt dich im Hier und Jetzt in der Gegenwart dich schlecht fühlen und hindert dich daran, die richtigen Dinge zu tun, damit das Ganze halt gut ausgeht oder halt eben gar nicht erst passiert. Und die erste Übung, die ich dir dafür mit an die Hand geben will, ist, deine Gedanken erstmal zu beobachten. Stell dir vor, du hast einen Beobachter in deinem Kopf, du selbst bist der Beobachter deiner Gedanken und die Gedanken laufen bei mir, ich stelle mir das zumindest so vor, wie ein Film vor mir her. Und die Challenge ist, diese Gedanken, die da kommen, einfach nicht zu bewerten. Wir werten immer automatisch. Wir bewerten immer eine Situation oder einen Menschen oder irgendetwas, was bei uns passiert, bewerten wir immer sofort automatisch. Und diese Bewertung findet statt aus den Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gesammelt haben. Aber oft sind das Vorurteile. Wir haben Vorurteile Menschen gegenüber, wir haben aber auch Vorurteile Situationen gegenüber und bewerten sie einfach nur anhand unserer Erfahrungen. Und die sind einfach nicht immer richtig auf jede Situation. Das heißt, nicht jede Situation ist vielleicht auch gefährlich für uns. Und da müssen wir einfach versuchen, nicht zu bewerten. Das heißt, die erste Übung ist, beobachte deine Gedanken als stiller Beobachter in deinem Kopf und versuch sie nicht zu bewerten. Halt sie auch nicht fest. Du kannst nicht zum Beispiel wenn du sagst, du hast jetzt einen Gedanken vor dir und du möchtest den nicht haben. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht sagen, ich möchte nicht daran denken. Wenn ich dir jetzt sage, denk nicht an einen grünen Elefanten, was passiert? Du denkst an einen grünen Elefanten. Das heißt, das Einzige, was du tun kannst, ist wirklich die Gedanken loslassen und nicht festhalten. Keinen Widerstand lassen. Der Gedanke ist da und er ist nicht gut und er ist nicht schlecht, sondern er ist einfach so, wie er nun mal ist. Und so lässt du ihn einfach stehen und er darf kommen und er darf auch wieder gehen und es ist vollkommen in Ordnung. So kannst du trainieren, dass deine Gedanken nicht mehr dich ständig beherrschen in deinem Kopf. Vielleicht fällt es dir auch schon gar nicht mehr auf, dass du so ein Gedankenkarussell hast, sondern du denkst, du bist dein Gedanke. Wir sind aber niemals unsere Gedanken. Wenn ich mich jetzt hier so umschaue, ich bin nicht dieser Sessel. Ich sehe diesen Sessel, ich weiß, dass es ein Sessel ist. Ich kann ihn fühlen und alles, aber ich bin nicht dieser Sessel. Ich bin nicht diese Kamera, in die ich gerade gucke. Ich bin auch nicht meine Gefühle und ich bin auch nicht mein Gedanke. Wie wirkt sich also das Ganze aus? Wir haben diesen Gedanken, er kommt in unseren Kopf und wir fangen an, etwas zu fühlen aus diesem Gedanken anhand unserer Bewertung. Und diese Gefühle wirken sich dann danach auf unseren Körper aus. Wir spüren sie dann in unserem Körper. Wenn du dir die Situation also ausmalst, im Kopf ein Gedanke, löst es immer eine Emotion aus und diese Emotion wirkt sich dann auf deinen Körper aus. Und dann spürst du es in dir, psychosomatisch. Das bedeutet, Psychosomatik ist, wenn die Psyche sich einfach auf den Körper auswirkt, so grob erklärt. Das heißt, wie kannst du jetzt dieses Ding zu deinem Vorteil nutzen? Wenn du dich zurückerinnerst, unser Körper kann nicht unterscheiden, ist es real oder ist es nur ein Gedanke. Das heißt, so funktionieren zum Beispiel auch diese ganzen Dinge wie positive Affirmationen. Du stellst dir diese Sachen so vor, als wären sie schon da, als wäre es richtig real. Und dann fühlst du dich gut innerlich. Auch Vision Boards, wenn du dir ein Vision Board machst und da die Sachen drauf packst, die du gerne hättest und dir schon vorstellst, wie du es hast und dich richtig hineinversetzt, funktioniert genau nach demselben Prinzip. Du hast immer die Visualisierung und dann daraus entsteht ein Gefühl und das kommt dann in deinen Körper und das lässt dich im Hier und Jetzt das fühlen, was du schon gerne hättest. Und das stellt dich dann zufrieden. Das heißt, so könntest du das ganze Thema ein bisschen für dich nutzen und dich ein bisschen austricksen in dem Sinne. Das war jetzt nur so ein kurzer Ausflug in dieses Thema. Ich wollte dieses Video möglichst knapp halten, bei der Podcast habe ich ganz genauso gemacht, damit ihr nicht frühzeitig abschaltet. Weil ich finde, dieses Thema ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema und viele sind sich ihre Gedanken einfach nicht richtig bewusst. Und genau da ist das Problem.
Weil du lässt dich dann, wenn du dir nicht der Gedanken bewusst bist, geht es schon los, dass du dich von deinen Gedanken kontrollieren lässt oder deine Gedanken einfach unglaubliche Kontrolle über deine Emotionen und dein Befinden haben und über deinen Körper schlussendlich. Das heißt, wenn dich dieses Thema näher interessiert, schreib mir gerne Fragen in die Kommentare genau zu diesem Thema und dann gehen wir tiefer in dieses Thema rein. Ich möchte dieses Format jetzt kurz so anschneiden und gucken, ob da draußen von euch Interesse ist zu dem Thema, okay? Das heißt, haut rein in die Kommentare, wenn ihr mehr und tiefer in dieses Thema einsteigen möchtet. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug hat euch inspiriert und ein bisschen weitergebracht vielleicht. Lasst mir gerne ein Abo da, es würde mich sehr unterstützen, auch einen Daumen, wenn es euch irgendwie ein bisschen weitergebracht hat oder ein bisschen inspiriert hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, vergesst die Kommentare nicht, dann steigen wir das nächste Mal tiefer in dieses Thema ein. Bis dahin, Leute, macht's gut und ciao.